Genau. Dann steigen wir mal einfach ins Thema ein. Thema des heutigen Meetings ist das Empfehlungsgrundbewerbermanagementsystem. Hier gibt es noch ein paar allgemeine Informationen. Also das Bewerbermanagementsystem vom Empfehlungsgrund ermöglicht die zentrale Abbildung des gesamten Bewerbungsprozesses vom Bewerbungseingang bis zur Einstellung oder Absage beziehungsweise Talentpool. Die gesamte interne und externe Kommunikation während des Bewerbungsprozesses kann darüber abgebildet werden. Und es gibt ein Stellenwidget dazu, das ist kostenlos erhältlich. Das EWMS ist datenschutzkonform und das Empfehlungsprinzip oder das Empfehlungsprinzip erfolgt automatisiert. Die Anbindung ist gewährleistet durch den maschinenlesbaren Export in Form HR-XML. Und zusätzlich gibt es zahlreiche Erweiterungen zur individuellen Gestaltung des Bewerbungsprozesses, wie die Basisversion und wie die Erweiterungen des EBMS aussehen. Dazu gleich nochmal mehr. Genau. Als nächstes würde ich in eine Live-Demo rüberschalten, um das ganze Nutzererlebnis hier mal ein bisschen zu veranschaulichen. Genau, wir gehen einfach mal rüber in den Browser. Und dann sehen wir hier quasi das Dashboard des EBMS, also das erste, was man sieht, wenn man sich beim Empfehlungsgrundbewerbermanagementsystem das erste Mal einloggt. Was wir jetzt sehen oder was wir jetzt auch sehen werden, ist der Simple Mode des EBMS mit den Basisfunktionen. Das EBMS ist zunächst minimalistisch gestaltet und durch zubuchbare Erweiterungen kann der Bewerbungsprozess je nach den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Ich würde zunächst einfach mal das Dashboard durchgehen und mit Ihnen gemeinsam schauen, was es hier für Elemente gibt. Genau. Zunächst sieht man, hier gibt es zwei Rollen, also einmal den Recruiter und einmal den Beobachter. Genau, das sind ja normalerweise, üblicherweise verschiedene Personen, die sich von verschiedenen Geräten aus einloggen. Diese Schaltfläche, um in die andere Rolle reinzuschlüpfen, die würde es in der Praxis nicht geben. In der Praxis würde diese Möglichkeit des Rollenwechsels eigentlich nur in Frage kommen, wenn eine Person alleine das EBMS bedient und beide Rollen einnimmt. Für die Demonstration werde ich das hier so machen, also immer zwischen den beiden Rollen hin und her wechseln. Das kündige ich aber immer an. Personen mit der Rolle Recruiter sind generell die Initiatoren für den Ablauf des Bewerbungsprozesses und die Mitwirkung der Beobachter im EBMS. Sie bestimmen auch über die nächsten Prozessschritte im Bewerbungsprozess und sie sind verantwortlich für das Einladen anderer Mitarbeiter oder neuer Nutzer. Gleichzeitig verteilen sie auch die Rollen und Kompetenzen. Also sie können Kompetenzen zuweisen und Kompetenzen entziehen. Die Personen mit der Rolle Beobachter, die kommen insbesondere bei Feedback-Prozessen zum Einsatz. Also sie werden immer dann, wenn sie gebraucht werden, explizit vom Recruiter einbezogen und erhalten dann eine Mail, in der steht, dass im EBMS einfach eine Aktion fällig ist oder eine Aktion vorgenommen werden muss. Beide Nutzer oder beide Rollen haben jeweils ein Dashboard, das sich auch ein bisschen voneinander unterscheidet. Und wie das Dashboard des Beobachters aussieht, das sehen wir gleich noch im Laufe der Demo. Genau. Wir können ja zunächst mal hier auf dem umfangreicheren Recruiter-Dashboard bleiben, da die Nutzer eben mit der Rolle Recruiter den Bewerbungsprozess steuern. Wir scrollen mal ein bisschen weiter runter und dann kommen wir hier in den Bewerbungsbereich. Genau, hier haben wir ganz oben eine Symbolleiste, die zeigt quasi die einzelnen Prozessschritte des Bewerbungsprozesses und wie viele Bewerbungen sich im jeweiligen Stadium befinden. Das erste, was wir hier sehen, ist das Home-Symbol oder dieses kleine Haus. Das zeigt alle Bewerbungen, wenn wir hier auf alle gehen, oder auch alle To-Dos, also alle zur Bearbeitung offenen. Hier wird auch gleich die Farblogik des EBMS klar. Blau bedeutet, dass eine Aktion erforderlich ist, also dass jetzt eine Aktion getätigt werden muss vom eingeloggten Nutzer. Gelb würde bedeuten, dass eine Aktion überfällig ist. Das wird jetzt hier nicht auftreten, denn das ist ein Demozugang und der ist auch nur 72 Stunden lang gültig. Und grau bedeutet, das sehen wir hier nochmal, beziehungsweise grau oder transparent, würde bedeuten, die Bewerbung ist im Wartemodus. Und wir warten sozusagen auf die Aktion eines anderen Nutzers hier. Genau. Die anderen Prozessschritte, die wir hier noch sehen, werden in der Regel von links nach rechts von der Bewerbung durchlaufen. Also wir haben hier quasi eingehend,
Dann haben wir den Umlauf, dann haben wir Termine und Interviews, dann irgendwann eine Entscheidungsphase und hier am Ende würden wir noch sehen, welche Kandidaten eingestellt, welche Kandidaten abgesagt wurde und welche Kandidaten ihre Bewerbung zurückgezogen haben. Die Möglichkeit gibt es ja prinzipiell auch. Genau. Weiterhin im Dashboard enthalten ist ein Button, auf dem ich jetzt hier meinen Namen sehe. Über den komme ich zu den individuellen Nutzereinstellungen. Da kann ich ein paar Einstellungen zu meiner Nutzerrolle hier machen. Also ich kann hier sehen, welche Rollen ich habe. Ich sehe hier ein paar Einstellungen zu den Benachrichtigungen, also über was ich benachrichtigt werde und wann und in welchen Intervallen. Und weiter unten kann ich noch ein paar Einstellungen zum Mailverkehr machen. Hier sehe ich quasi nochmal ein Feld, wo ich eine individuelle Signatur erstellen kann, also auch mit grafischen Elementen. Und dann kann ich das hier entsprechend anpassen. Genau. Weiterhin gibt es hier noch einen anderen Button. Gehen wir wieder zurück. Das sind die Einstellungen. Die Einstellungen, das beinhaltet vier so kleine Unterpunkte. Also hier links gibt es ein Menü. Ganz oben sind die Rahmeneinstellungen, so will ich es mal nennen. Die sind auch vorbefüllt und die Community Manager coachen Sie auch, wenn Sie die Einstellungen vornehmen wollen, mit unserer Erfahrung nach bestem Wissen. Und es geht hier insbesondere geht's hier um die Statusseite und dann, also allgemeine Statusseite und dann um die einzelnen Phasen des Bewerbungsprozesses und die Einstellungen, die hier gemacht werden können. Das betrifft insbesondere Erinnerungs- und Anonymisierungsfristen oder Kommunikations- und Datenschutzeinstellungen in diesen einzelnen Phasen. Hier habe ich auch nochmal einen Einstellungspunkt Nutzer und Rollen. Als Admin beziehungsweise als erster, der sich jetzt in dieser Firma hier in dem Unternehmen, was ich mir natürlich ausgedacht habe, eingeloggt hat, die Demo-Version, bin ich Administrator. Deswegen finde ich mich auch hier. Und hier könnte ich eben jetzt nochmal schauen, wer ist noch Recruiter, wer ist noch Beobachter. Und als Administrator habe ich ja auch die Macht, Kompetenzen zuzuweisen und Kompetenzen zu entziehen. Also ich kann die einzelnen Nutzer so bearbeiten, wie ich auch mich selbst in den Nutzereinstellungen bearbeiten kann. Gehen wir hier weiter runter, haben wir noch PDF und E-Mail-Designs. Also hier habe ich die Möglichkeit, eine Standardsignatur zu erstellen. Die ist agil, also die passt sich immer an den jeweiligen Nutzer an. Mit entsprechenden Platzhaltern kann ich die hier versehen. Genau, in die Nutzereinstellung gibt es ja jeweils nochmal die Möglichkeit, eine individuelle Signatur zu erstellen. Und ganz unten wird hier noch die Dokumentenverwaltung kommen. Da gibt es einmal die Möglichkeit, ein Standarddokument anzulegen. Das ist im Nachhinein dann nicht mehr bearbeitbar. Also das kann man hier entsprechend hochladen und dann immer benutzen. Es gibt ja manchmal Dokumente, die braucht man in mehreren Situation und kann die dann hier entsprechend abrufen. Oder man erstellt hier eine agile Vorlage. Das ist ähnlich wie bei der E-Mail-Signatur. Also die wird dann mit Platzhaltern versehen und passt sich dann immer jeweils an den Bewerbenden hier an. Genau. Das ist jedoch in einer Erweiterung. Also zu den Erweiterungen kommen wir auch später nochmal. Die können hier prinzipiell angelegt werden, diese dynamischen Vorlagen, können aber dann im Prozess nicht genutzt werden, ohne dass die Erweiterung aktiviert ist. Genau. Weiterhin in diesem Dashboard enthalten, ich gehe mal hier die ganzen Elemente durch, ist auch noch die Glocke hier oben. Die würde wichtige Benachrichtigungen anzeigen. Da sind jetzt keine drin. Wenn man das EBMS mal länger nutzt, dann ist hier manchmal eine Mitteilung enthalten. Und dann ist hier noch so ein kleiner Zurückpfeil, der führt zurück zum Empfehlungsbund-Profil. Andersrum ist auch das EBMS durch das Empfehlungsbund-Profil direkt durch den Direkt-Login zugänglich. Also da gibt es eine Karre, wo man sich direkt mit einem Button einloggen kann. Genau. Wenn wir jetzt mal in den Bewerbungsbereich wieder reingehen, den wir jetzt hier uns hier oben durchgearbeitet haben, dann sehen wir hier Bewerbungseingang. Für einen Bewerbungseingang oder dafür, dass eben die Bewerbungen hineingelangen ins EBMS, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal habe ich die Möglichkeit, Bewerber manuell anzulegen. Da würde ich dann eben entsprechend die ganzen persönlichen Daten händisch ergänzen. Also Name, E-Mail und so weiter und so fort, Adresse. Und würde dann auch die Daten zur Bewerbung hier händisch sozusagen auswählen.
Am Ende kann ich noch Unterlagen hochladen und würde dann abschließend den Bewerber anlegen und weiter zum Eingangsbestätigungsschreiben. Wenn ich das dann hier beendet habe, dann befindet sich die Bewerbung hier im Prozessschritt eingehend, analog zu denen, die jetzt da schon drin sind. Genau. Die zweite Möglichkeit ist der Bewerbungseingang durch das Bewerbungsformular. Beim EBMS wird ein Stellenwidget mit angebunden und das verlinkt in ein Bewerbungsformular. Dieses Bewerbungsformular kann aber auch ohne das EBMS, kann aber auch ohne das Stellenwidget benutzt werden. In dieses Bewerbungsformular kann man entsprechend auf der eigenen Karriere-Webseite in den Stellenanzeigen sauber verlinken, also über Buttons beispielsweise. Oder man nutzt eben kostenlos das Stellenwidget, also das ist eine Liste mit den erstellten Stellenanzeigen im Empfehlungsbund, über die man dann auch zwangsläufig zum Bewerbungsformular kommt. Und die Bewerbungen, die dann eingehen, sind automatisch als solche hier aufgeführt. Genau, die dritte Möglichkeit ist, wenn sich bei Ihnen im Unternehmen per E-Mail beworben wird, dann ist auch eine automatische Weiterleitung vom Mail-Server Ihrer Jobs-Ad- oder Bewerbungen-Ad-Mail-Adresse in das Mail-Postfach des EBMS möglich. Das Ganze ist auch eine Erweiterung, aber eine kostenlose Erweiterung. Also Bewerbungseingang per Mail ist auch möglich und es erfolgt dann eben eine direkte Konvertierung als Bewerbung. Genau. Als nächstes würde ich hier mal einen generischen Bewerbungsprozess mit Ihnen gemeinsam durchgehen, um Ihnen die Usability des EBMS so ein bisschen zu verdeutlichen. Währenddessen werde ich alle drei Rollen einnehmen, also die des Recruiters, die des Beobachters und ich werde auch mal kurz in die Rolle des Bewerbers hineinschlüpfen und ich kündige auch jeweils den Wechsel an. Das bedeutet dann, dass sich normalerweise an dieser Stelle verschiedene Personen an verschiedenen Geräten in das EBMS einloggen. Genau. Ich würde jetzt hier quasi einfach mal in eine eingehende Bewerbung hineingehen und dann sehe ich, hier ändert sich ein bisschen was. Also ich bin jetzt in der Bewerberakte. In der Bewerberakte sehen wir hier oben rechts eine Aktionsbox. Es werden mir zwei Aktionen vorgeschlagen, die sind blau hinterlegt. Ich kann aber auch andere Aktionen durchführen. Die könnte ich hier entsprechend unter andere aufklappen. Das ist nicht vorgeschrieben, dass ich die blauen wählen muss. Das ist das, was das EBMS als nächste logische Konsequenz hier sieht. Genau. Die anderen Kacheln betreffen einmal die Bewerbungsunterlagen. Hier sind persönliche Daten, die Bewerbungsunterlagen des Bewerbers drin. Und rechts, ich kann das hier mal einklappen, befinden sich noch Prozessinformationen. Beispielsweise der Ansprechpartner für diese Bewerbung, das bin in dem Fall ich, die Führungskraft oder der Beobachter. Das könnte man hier noch ergänzen. Was es für ein Erfassungsweg war von den dreien, die ich eben gerade kurz angerissen hatte und welche Bewerberkanäle. Hier könnte ich entsprechend das in Erfahrung bringen und dann über dieses Dropdown-Menü hier auswählen, über welchen Kanal der Bewerber hier hingelangt ist. Die Spracheinstellung könnte hier auch entsprechend umändern und dann sind hier noch ein paar zeitliche Angaben, also das Datum des Eingangs, das Datum der letzten Änderung und wann das Ganze anonymisiert wird. Bei uns sind hier standardmäßig jetzt 6 Monate eingestellt. Das empfehlen wir auch unseren Partnern. Gehen wir weiter runter, dann ist hier noch eine Zusammenfassung der Bewertungen zu finden. Also man hat hier einmal Bewertungen zu den Unterlagen, da gibt es bisher noch keine, denn diese Bewerbung steht ja noch ganz am Anfang des Bewerbungsprozesses. Und dann gibt es noch Bewertungen zu den Interviews. Hier hätte ich noch die Möglichkeit, Kommentare zu erstellen, die dann entweder ich oder ich und alle Recruiter oder ich, Recruiter und Beobachter, also generell alle, sehen können als zusätzliche Informationen zu den Bewerbern. Genau, hier gibt es nochmal eine Bewertungsübersicht und ganz unten befindet sich dann die Verlaufshistorie. Hier kann ich sehen, was alles schon für Prozessschritte durchlaufen worden sind mit der Bewerbung. Also hier hat es sozusagen gestartet mit dem Anlegen der Bewerbung durch den Recruiter. Dann wurden ein paar Unterlagen nachgefordert, weil wahrscheinlich nicht alles vollständig gewesen ist. Dann hat der Bewerber die Unterlagen ergänzt. Und jetzt hat er eine Bestätigung erhalten, dass die Unterlagen vollständig sind. Genau.
Das erweitert sich dann immer, umso länger der Bewerber eben schon im Prozess drin ist und umso weiter der Prozess voranschreitet. Genau. Hier gibt es noch was Wichtiges, und zwar bei den Prozessinformationen unter Status habe ich hier so einen kleinen Link zur Statusseite. Und die Statusseite ist sozusagen eine Möglichkeit, sich in die Sicht des Bewerbers hineinzuversetzen, denn mit jedem Status-Update oder mit jeder Mail, die der Bewerber aus dem eWMS erhält, da befindet sich dann immer ein Link drin. Mit dem Link gelangt er hierhin zu seinem Status und kann dann immer anhand dieses Zeitstrahls hier sehen, wo sich die Bewerbung gerade befindet, also in welchem Prozessschritt. Über diese Statusseite werden auch noch ein paar andere Aktionen abgewickelt, wie zum Beispiel, wenn die Zustimmung der Datenschutzrichtlinie nachgefordert wird oder wenn andere Angaben nachgefordert werden. Über diese Statusseite werden auch Testaufgaben eingereicht, und über die Seite wird auch der Vertragsentwurf entweder angenommen oder abgelehnt. Das sehen wir dann auch noch im Weiteren. Genau, so viel zur Bewerberakte. Jetzt würde ich einfach mal so einen Happy Path, will ich es mal nennen, mit Ihnen durchgehen, wie quasi die Bewerbung durch den Bewerbungsprozess durchgeschleust werden kann. Das ist natürlich ein vereinfachter und schneller und ziemlich reibungsloser Prozess. Es geht hier nur darum, einfach mal zu zeigen, wie das eWMS in der Nutzung sich verhält. Genau. Generell haben wir schon in der Verlaufshistorie gesehen, also hier wurde schon mal etwas nachgefordert, sodass die Unterlagen vollständig sind. Wenn das jetzt noch nicht passiert wäre und hier würde irgendwas fehlen, dann könnte ich hier einmal über Angaben nachfordern, eine Eingabemaske ausfüllen, wonach dem Bewerber hier eine E-Mail geschickt wird oder eine E-Mail zusammengestellt wird für Angaben, die er noch nachreichen soll. Und er kann dann hier mit dem Link zur Statusseite diese Angaben nachreichen. Oder ich hätte hier die Möglichkeit auch, die Angaben selbst zu ergänzen. Also beispielsweise, wenn ich den Bewerber einfach anrufe und dann die Angaben, die mir fehlen, hier noch in Erfahrung bringe, dann kann ich die hier händisch ergänzen und würde danach dann entsprechend eine Bestätigung rausschicken, dass die Angaben jetzt vollständig sind. Jetzt sind die Angaben ja schon vollständig. Deswegen wäre die nächste Konsequenz, was das eWMS sehen würde, in Umlauf geben. Dem Rat würde ich jetzt einfach mal folgen. In Umlauf geben bedeutet, dass ein Beobachter eingeteilt wird, der eine erste Einschätzung zu der Bewerbung gibt. Hier kann ich welche auswählen. Es sind jetzt erstmal alle ausgewählt. Die würde ich jetzt mal kurz entfernen und würde mich selbst nur als ausgewählten Beobachter drin lassen, denn ich kann ja bequem hin und her wechseln zwischen den Rollen. Dann kann ich noch die Umlauffrist angeben. Das ist eine Woche jetzt hier eingestellt. Hier kann ich aber auch andere Umlauffristen einstellen. Und dann gibt es hier noch einen Erinnerungszyklus. Der ist auf 3 Tage. Also das bedeutet, alle 3 Tage wird der Beobachter benachrichtigt, dass eine Aktion zu tätigen ist. Genau, per E-Mail auch. Hier habe ich noch die Möglichkeit, dem Bewerber ein Status-Update zu geben. Ich muss aber hier keine Mail versenden, aber ich könnte das tun. Also ich könnte sagen, hier, der nächste Schritt oder deine Bewerbung ist ein Schritt weiter und folgt dem Link Statusabfrage, dann kannst du das sehen. Das muss ich aber hier in dem Fall nicht tun und würde das jetzt bestätigen. Und dann ist die Bewerbung von Herrn Linfers in Umlauf gegeben. Genau. Jetzt würde der Beobachter eine E-Mail bekommen mit einer Benachrichtigung, dass eben eine Aktion im eWMS zu tätigen ist, und würde sich dann hier einloggen. Genauso wie beim Recruiter sind alle To-Dos hier blau hinterlegt. Unter den To-Dos findet man hier eben auch schon die Bewerbung, die wir hier gerade behandeln, von Herrn Linfers. Und die ist aber auch schon im Prozessschritt Umlauf. Genau. Wenn wir hier einfach mal reingehen, dann haben wir auch wieder eine Bewerberakte, die sieht aber ein bisschen anders aus als beim Recruiter. Hier wieder die Bewerbernummer und der Name, von wann die Bewerbung ist. Dann hier alle Bewerberdaten und die Anlagen. Und dann habe ich hier eben auch als Beobachter wieder die Möglichkeit, Kommentare zum Bewerber zu verfassen, die dann entweder ich
oder ich und alle Recruiter oder auch alle sehen können. Dann habe ich hier noch eine Übersicht zu den laufenden Bewerbungsverfahren zur Position, also in welchen Prozessschritten sich noch andere Bewerber zur selben Position befinden, damit ich eben eine Übersicht darüber habe. Und dann wäre hier die Bewertungsübersicht. Die würde im Prinzip, wenn schon mehrere Bewertungen stattgefunden haben, würde die mehrere Bewertungen enthalten. Jetzt ist gerade die erste, die wir hier treffen, deswegen ist hier noch nichts drin. Das ist jetzt der Umlauf, den wir aktuell bearbeiten. Genau. Zuerst wird hier eine Sternebewertung abgegeben. Wie geeignet ist der Bewerber, die Bewerberin für diese Stelle? Da kann ich entsprechend 1 bis 5 Sterne vergeben. Es macht Sinn, hier sich unternehmensintern auf eine Guideline zu einigen, wann wie viele Sterne zu vergeben sind. Das Ganze kann ich hier noch mit einem Kommentar begründen. Und dann kann ich als Beobachter auch vorschlagen, wie mit der Bewerbung als nächstes fortgefahren werden soll. Also ja, ob fortgefahren werden soll oder nein, ob nicht. Und wenn ja, wie? Hier könnte ich sozusagen den nächsten Schritt vorschlagen. Würde ich jetzt sagen, nein, es soll nicht mit der Bewerbung fortgefahren werden, dann müsste ich das entsprechend begründen. Also ich hätte dann hier entsprechend die Möglichkeit, eine dieser Optionen hier zu wählen und müsste das dann auch schriftlich nochmal kurz rechtfertigen, warum ich diese Wahl eben treffe. Genau. Um den Bewerbungsprozess jetzt hier einfach mal durchzulaufen, würde ich auf eine positive Bewertung zurückgreifen und würde einfach mal den Bewerbungsprozess weiterspinnen und sagen, okay, es wäre sinnvoll, eine Termineinladung jetzt hier fertig zu machen und würde das als Feedback einsenden. An dem Punkt bin ich mit der Bewerbung als Beobachter erstmal fertig. Und jetzt ist sozusagen der Recruiter wieder am Zug. Im Prozessschritt umlaufend würde ich jetzt sehen, okay, Herrn Lenfers, der Umlauf ist abgeschlossen und der Beobachter schlägt vor, als nächstes einladen bzw. Interview zu machen. Das kann ich ja auch direkt über diese Schnellaktion vornehmen. Ich kann aber auch da reingehen in die Bewerberakte und kann dann entsprechend hier die nächste vorgeschlagene Aktion vornehmen. Genau, beim Interview habe ich 2 Möglichkeiten. Ich kann hier eine Einladung zum Termin fertig machen. Das würde so hier aussehen. Also zunächst müsste ich die Terminart festlegen, wo ich quasi sage, ist es ein Vororttermin, ist es ein Telefoninterview oder ist es eine Videokonferenz. Dann würde ich das Thema hier entsprechend festlegen und den Ort. Dann würde ich die Teilnehmer bestimmen, die da teilnehmen sollen und einen Termin festlegen. Und am Ende würde eine Einladungsmail an alle Teilnehmer rausgehen. Nach dem Termin oder nachdem der erfolgt ist, würde dann der Beobachter wieder zu einer Bewertung aufgefordert werden. Da ich den Termin nur in der Zukunft planen kann, was ja auch realistischer ist, würde ich jetzt hier den Termin nachtragen, denn dort kann ich einen Termin aus der Vergangenheit erfassen. Das bedeutet, der war schon und wir können hier direkt weiter fortfahren. Hier muss ich auch wieder sagen, was ist es für ein Termin gewesen? War ein Vororttermin, genau. Der Titel könnte jetzt einfach mal Vorstellungsgespräch gewesen sein und jetzt wähle ich hier einen Tag aus der Vergangenheit, beispielsweise gestern Mittag, und einen Ort aus. Und dann hätte ich jetzt wieder die Möglichkeit, die Teilnehmer dieses Termins hier auszuwählen. Genau, die Teilnehmer geben Feedback und erhält auch eine Einladungs-E-Mail. Okay, das ist jetzt beim Nachtragen nicht ganz so wichtig. Aber hier bin ich jetzt auf jeden Fall wieder als feedbackgebender Teilnehmer mit aufgeführt. Dieses Feld zeigt nochmal, dass es auch keine Logikfehler gegeben hat und deswegen würde ich jetzt den Termin nachträglich anlegen. Genau. Jetzt kommt wieder der Beobachter ins Spiel, also der bekommt jetzt wieder eine Mail, dass im EBMS etwas zu tun ist und dann im Prozessschritt Termine würde ich hier wieder diese Bewerbung finden. Genau, dann gehe ich hier wieder rein und analog zu vorhin, wie im ersten Umlauf, würde ich jetzt hier wieder eine Bewertung vornehmen. Man sieht jetzt hier schon die Bewertung von vorhin mit aufgeführt. Also hier ist die Bewertung des ersten Umlaufs und das ist eben jetzt das Vorstellungsgespräch, was jetzt aktuell mit einem Feedback versehen werden soll. Genau wie vorhin habe ich hier auch wieder die laufenden Bewerbungsverfahren zur Position nochmal aufgeführt. Und dann würde ich hier quasi in die Bewerbungsbox runterscrollen
habe dann wieder hier die Möglichkeit, eine Sternebewertung zu geben und drei Dinge, die gut und drei Dinge, die nicht so gut waren, zu notieren. Ich könnte ja auch aus dem Vorstellungsgespräch einen Anhang hochladen, also beispielsweise Notizen, die dann für alle zugänglich sind. Und kann dann hier wieder vorschlagen, wie mit dem Bewerber als nächstes fortgefahren werden soll. Genau. Analog wie vorhin könnte ich hier auch wieder negatives Feedback geben, müsste das entsprechend rechtfertigen, damit wir den Bewerbungsprozess aber jetzt hier einfach mal in der Demonstration weiterführen können, würde ich ein positives Feedback geben und würde dann sagen, okay, die Bewerbungsunterlagen haben gutes Feedback bekommen, der Termin war gut und dann würde ich hier sagen, okay, nächster Schritt, Angebot unterbreiten. Das kann ich jetzt hier als Feedback einsenden und dann ist der Beobachter an dem Punkt wieder erstmal fertig. Jetzt gehen wir zurück in den Recruiter und da sehen wir wieder unter den To-Dos. Genau hier ganz oben sehen wir wieder den Herrn Linfers. Also hier ist wieder ein To-Do offen und ich könnte hier direkt über den Button in die Auswahlentscheidung reinspringen. Das wäre die nächste vorgeschlagene Aktion. Die Auswahlentscheidung würde ich jetzt hier mal überspringen, denn das wäre wieder nur genauso eine Schleife, wo der Beobachter nochmal gefragt wird, okay, wie fällt die Entscheidung letztendlich aus? Bewerber einstellen oder nicht einstellen? Das würde ich jetzt mal überspringen und würde sagen, wir unterbreiten ihm ein Angebot. Und dafür habe ich verschiedene Optionen. Ich kann hier zunächst eine Vertragsverhandlung durchführen. Kann aber auch gleich die Vertragsverzeichnung hier einleiten. Ich würde das mal zeigen, indem ich zunächst eine Vertragsverhandlung hier durchführe. Dort kann ein Vertragsentwurf zugesendet werden. Hier kann ich ein paar Details zum ersten Arbeitstag ausfüllen und bis wann das Angebot gültig ist. Und hier kann ich wählen, wie das Ganze dem Bewerber dann zugetragen wird. Also entweder per Briefpost oder direkt per Mail, also als Anhang an diese Mail hier, direkt mit dem Formular. Genau, das würde ich jetzt hier in dem Fall mal auswählen. Und dann hätte ich hier die Möglichkeit, Anhänge hochzuladen. Bei Anhang direkt hochladen habe ich hier durch Klick kann ich aus meinem lokalen Speicher dann hier eine Datei einfügen, die dann angehängt wird an die E-Mail. Oder ich könnte hier eben so eine dynamische Vorlage, die wir eben schon kurz angesprochen hatten, einfügen, die sich dann an die Daten des Bewerbers anpasst. Zum Beispiel ein Standardvertrag, was eben aber eine Erweiterung ist, die erst gebucht werden muss. Genau. Das haben wir ausgewählt, genau per E-Mail gleich im Anschluss zu diesem Formular. Dann erhält der Bewerber hier wieder eine E-Mail mit dem Hinweis, bis wann die Rückantwort kommen soll und wo er die leisten kann. Steht hier, bitte nutzen Sie diesen Link, um das Angebot anzunehmen, abzulehnen oder zu kommentieren. Genau, das würde ich jetzt mal versenden. Oh, hoppla, hier muss noch ein Ort rein. Genau, jetzt funktioniert es. Jetzt ist der Vertragsentwurf versendet und in dem Moment muss ich mich in die Lage des Bewerbers hineinversetzen. Und der Bewerber erhält ja jetzt eine E-Mail, an die das Vertragsangebot angehängt ist. Und kann dann über den Link in dieser E-Mail zu seiner Statusseite gehen und dort eben das Vertragsangebot annehmen oder ablehnen. Ich würde jetzt diesen Link auch von hier aus einfach mal klicken. Ich kann ja auch darauf zugreifen. Also dort steht jetzt Ihre Entscheidung zu unserem Vertragsangebot. Wir haben Ihnen am 9.12.21 das Vertragsangebot per E-Mail zukommen lassen. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie diesen Vertrag so annehmen werden. Und dann habe ich hier die Auswahl, also entweder ja annehmen oder ich mache Änderungswünsche. Die Änderungswünsche werden dann hier abgefragt und ich könnte die absenden. Wenn das der Fall wäre, dann würde dann einfach quasi ein neues Vertragsangebot oder ein neuer Vertragsentwurf ausgearbeitet werden, bei dem ich dann als Bewerber wieder die Chance habe, den anzunehmen oder eben Änderungswünsche zu äußern. In dem Fall, damit wir jetzt hier weitergehen können im Prozess, würde ich das Vertragsangebot hier einfach mal annehmen. Genau, und dann gehe ich zurück zum Recruiter-Dashboard. Genau.
Hier habe ich wieder den Herrn Lenfers und könnte jetzt direkt hier zur Vertragsunterzeichnung springen, nachdem der Vertragsentwurf oder die Vertragsbedingungen hier angenommen wurden. Das können wir jetzt auch machen. Also wir gehen jetzt als nächstes zur Vertragsunterzeichnung. Hier steht nochmal, wann das Angebot angenommen worden ist. Hier könnte natürlich jetzt der finale Vertrag per Post versendet werden. Es könnte ein Termin zur Vertragsunterzeichnung vorgeschlagen werden. Oder die Vertragsunterzeichnung könnte jetzt am ersten Arbeitstag arrangiert werden. Das ist auch, glaube ich, eine ganz gängige Methode. Das würde ich jetzt hier entsprechend einfach mal tun. Kann dann hier angeben, wann der erste Arbeitstag ist, wo er ist. Genau, das ist jetzt hier schon vorbefüllt. Könnte hier nochmal einen Anhang hochladen. Und dann würde hier entsprechend wieder eine Infomail erstellt werden, wo das quasi drinsteht, dass die Vertragsunterzeichnung am ersten Arbeitstag stattfindet. Und die könnte ich über diesen Button hier natürlich noch anpassen, kann die aber auch generell gleich so versenden. Das würde ich jetzt hier versenden. Und dann stehen hier noch ein paar Hinweise für die Vorbereitung der Vertragsunterzeichnung, also ausdrucken. Und hier habe ich noch eine Exportmöglichkeit für den Termin, also für den ersten Arbeitstag, damit ich das nicht vergesse, gibt es hier eine Kalenderdatei, die ich exportieren kann. Genau. Wenn wir jetzt ins Dashboard zurückschalten, dann sehen wir, dass hier ein neuer Prozessschritt dazugekommen ist, nämlich das die Vertragsverhandlung. Wenn wir dort reingehen in den Prozessschritt, dann befindet sich eben dort die Bewerbung, die wir hier gerade bearbeiten, mit dem Status Warte auf Unterzeichnung. Wenn die Unterzeichnung erfolgt ist, dann kann ich hier wählen, Vertrag unterzeichnet bzw. als eingestellt markieren. Genau, hier würde ich quasi wählen, der erste Arbeitstag liegt in der Vergangenheit, denn wir haben ja gewählt, der Vertrag wird am ersten Arbeitstag unterzeichnet. Dann kann ich hier den Tag auswählen. Das ist jetzt natürlich nicht sonderlich realistisch, aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Es geht ja hier nur um den Prozess. Und dann wird hier der erste Arbeitstag stehen und die Führungskräfte. Und ich könnte hier noch Bemerkungen bzw. einen Kommentar mit reinbringen. Dann würde ich das bestätigen und versenden. Genau. Jetzt könnte ich hier noch eine Vorbereitung für den ersten Arbeitstag treffen, was natürlich obsolet ist, wenn der erste Arbeitstag in Vergangenheit liegt. Aber generell, wenn ich das nicht so machen würde, also wenn der erste Arbeitstag noch in der Zukunft liegen würde, könnte ich hier noch bestimmte Personengruppen darüber benachrichtigen, dass ein neuer Mitarbeiter in die Firma kommt und was dabei eben alles zu berücksichtigen ist, was da vorzubereiten ist. Ich kann das hier immer abwählen, wer da benachrichtigt wird und wer nicht. Genau. Darauf würde ich jetzt an dem Punkt hier mal verzichten. Ich gehe nur noch mal zurück zum Dashboard und wir würden jetzt hier entsprechend sehen, okay, Herr Lenfers ist eingestellt, also im Prozessschritt eingestellt. Genau, jetzt werden die Daten hier gemäß den eingestellten Anonymisierungsfristen hier aufbewahrt. Genau. Einen Button haben wir jetzt noch nicht betrachtet, und zwar sind das die Erweiterungen. Der Bewerbungsprozess ist jetzt erstmal abgeschlossen. Das waren jetzt die Basisversionen, die möglichen Funktionen der Basisversion. Jetzt gehen wir mal auf den Button Erweiterung hier. Das EBMS wurde nach den Bedürfnissen unserer Partnerunternehmen entwickelt. Und seit der Entstehung sind viele neue Features dazugekommen. Das fanden die Partnerunternehmen mit komplexen Anforderungen natürlich gut. Aber andere Unternehmen wollten das lieber ein bisschen schlanker haben und deswegen wurde das EBMS jetzt umgestaltet. Das Ganze ist jetzt etwas modularer, also das kann an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Auf der gezeigten Basisversion aufbauend können jetzt hier über diese Seite Erweiterungen gebucht werden. Und diese Erweiterungen können prinzipiell von allen Nutzern mit Adminrechten gebucht werden. Ich habe ja jetzt hier Adminrechte und genau. Für alle aktuellen Nutzer des EBMS ändert sich nichts, also alle Funktionen, die gebucht sind, bleiben erhalten. Und alle neuen Nutzer haben jetzt eben diesen modularen Aufbau, dass sie zunächst die Basisversion erhalten und sich dann wie ein Baukasten quasi den Bewerbungsprozess mit diesen Zusatzfunktionen hier zusammenbauen können. Genau, von diesen Zusatzfunktionen gibt es kostenfreie und kostenpflichtige.
Die Erweiterungen sind in verschiedene Kategorien unterteilt und die Informationen enthalten jeweils wichtige Infos und auch die Mindestkosten. Also wenn ich hier auf Informationen gehe, das ist jetzt eine kostenlose, dann erhalte ich hier eine kleine Zusammenfassung dessen, was ich hier bekomme. Wenn wir jetzt mal ein kostenpflichtiges nehmen, dann sehe ich auch den Mindestpreis. Und wenn ich mich hier dafür entscheide, das zu buchen, dann wird zunächst die Mitarbeiteranzahl zugrunde gelegt. Das ist genauso wie bei der Empfehlungsgrundmitgliedschaft. Dort wird der Jahresbeitrag auch nach der Mitarbeiteranzahl berechnet. Genauso ist es hier bei den Kosten für Erweiterung, kostenpflichtige Erweiterung. Genau. Die Kernfunktionen, bei denen geht es maßgeblich darum, Erweiterung für die bereits enthaltenen, erhaltenen oder enthaltenen Funktionen hier hinzuzubuchen. Beispielsweise haben wir hier die individuellen E-Mail-Texte für BewerberInnen und BeobachterInnen. Hier sehen wir, wir würden dann ungefähr 100 Vorlagen zur individuellen Anpassung bereitgestellt bekommen. Das Ganze eben in Deutsch, formell, informell und in Englisch. Und dann könnte ich mir entsprechend den Preis berechnen lassen. Die Erweiterungen des Bewerbungsprozesses, die betreffen insbesondere weitere Prozessschritte, die ich noch hinzufügen kann oder Personengruppen, die ich mit integrieren kann, die eben spezielle Zuständigkeitsbereiche haben oder eben auch Features, die Termine oder Dokumente betreffen. Genau hier hätten wir zum Beispiel das erweiterte Rollenkonzept. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass es mindestens die zwei Rollen Recruiter und Beobachter gibt. Hier gibt es jetzt noch mehr Rollen, die eben von den Kompetenzen ein bisschen stärker geframed sind. Also die Zuständigkeitsbereiche sind ein bisschen spezialisierter dann hier. Genau, das könnt ihr hier eben entsprechend hinzubuchen. Dann gibt es noch Aspekte, die den Bewerbungsprozess an sich betreffen. Das sind einfach nochmal verschiedene andere Features, wie zum Beispiel das CV-Parsing. CV-Parsing macht es ein bisschen angenehmer für den Bewerber. Es kann dort also ein verkürztes Bewerbungsformular ausgefüllt werden. Als erstes wird hier der Lebenslauf hochgeladen und viele Felder oder viele Informationen, die ein Bewerbungsformular verlangt, sind dann eben schon ausgefüllt, weswegen so eine Bewerbung im Prinzip ein bisschen komfortabler erfolgen kann. Genau. Hier gibt es noch Erweiterungen für die Statistik und für die Anbindung. Und was wir hier unten noch sehen, das Ausgegraute ist alles das oder alle die Features, die hier in der Entwicklungspipeline aktuell noch sind. Also hier auch gerne das Interesse bekunden, wenn Interesse besteht, dass ein solches Feature in der Prioritätenliste nach oben rutscht. Die Informationen dazu sind hier schon erhältlich. Genau, alle Premium-Features oder alle Erweiterungen, die hier aufgeführt sind, die kostenpflichtig sind, können natürlich auch getestet werden. Dafür einfach auf den zuständigen Community-Manager zugehen. Dann wird hier entsprechend ein Trial eingerichtet, sodass man das ein paar Tage lang austesten kann. Also einfach auf uns zukommen. Genau, das ist sozusagen der Aufbau des eBMS. Ich würde noch mal ganz kurz zurück in die Präsentation springen und hier noch ein paar anschließende Worte sagen. Bezüglich des Stellenwidgets, das hatten wir vorhin angesprochen. Also durch das Stellenwidget ist eben eine zentrale Verwaltung ihrer Stellenanzeigen über den Empfehlungsbund möglich. Das Ganze ist sehr individuell, also da kann schon viel angepasst werden und das ist auch einfach konfigurierbar. Also Links, Buttons, das globale Aussehen und so weiter, das kann alles so ans Corporate Design angepasst werden, dass das wirklich auf die eigene Webseite drauf passt. Und das Ganze kann auch ganz einfach integriert werden. Also es wird sofort nach Bearbeitung in HTML-Code bereitgestellt. Hier sehen wir mal zwei Varianten, wie das Ganze aussehen kann, so als Liste und mit den Farben. Oder eben auch in so einer Kachelansicht. Das geht auch alles. Und alle Varianten verlinken dann eben direkt auf ein angebundenes Bewerbungsformular, mit dem dann eine automatische Erstellung der Bewerbung im eBMS erfolgt. Genau, Support. Wir bieten auch eine umfangreiche Beratung und Einarbeitung zur Nutzung des eBMS an. Also alles, was wir jetzt betrachtet haben, die Rollen, die Einstellungen, die Datenschutzangelegenheiten, Bewerbungseingang, Bewerbungsprozess, Erweiterung. Das wird da alles nochmal detaillierter betrachtet und Sie werden da detailliert eingearbeitet.
Und Sie haben auch während der Nutzung verschiedene Kontaktmöglichkeiten für Support bei Problemen oder Fragestellungen. Genau, Sie können sich auch an der Möglichkeit oder Sie haben auch die Möglichkeit, sich zu beteiligen und Impulse für die Weiterentwicklung des EBMS zu geben. Sie können, wie schon gerade gezeigt, Ihr Interesse an neuen Funktionen bekunden und konstruktives Feedback geben, auch uns gegenüber. Sie haben während der Nutzung dann immer so ein kleines Icon bei sich in der Nutzeransicht, was eben Ihr Community Manager ist, zu dem Sie über dieses Icon dann Kontakt aufnehmen können. Genau, wie kann das EBMS genutzt werden? Einmal kann es natürlich erstmal getestet werden über bms.empfehlungspunkt.de. Dort finden Sie diese Grafik hier und können über den Button Testen Sie unser BMS kostenlos für 72 Stunden eine Demo-Version anfordern und dann entscheiden, ob Sie entweder mit den Erweiterungen oder ohne die Erweiterung das BMS testen möchten. Und das steht Ihnen dann zur Verfügung. Und wenn Sie sich dann dafür entscheiden, also das in Anspruch nehmen möchten, dann gibt es dafür zwei Möglichkeiten. Einmal bei einer Jahresmitgliedschaft im Empfehlungsbund. Da ist die Nutzung der Basisfunktion des EBMS inklusive. Um Mitglied des Empfehlungsbundes zu werden, wenden Sie sich gerne für ein persönliches Gespräch oder für ein persönliches Kennenlernen an uns, die Community Manager der Bludoni GmbH, oder registrieren Sie sich direkt unter www.empfehlungsbund.de/Arbeitgeber. Die Nutzung des EBMS ist auch ohne eine Empfehlungsbundmitgliedschaft möglich und hierbei entsteht eine Supportgebühr. Genauso wie bei einer Empfehlungsbund-Jahresmitgliedschaft richtet sich die Höhe nach der Größe des jeweiligen Unternehmens gemessen an der Mitarbeiterzahl.